Es gibt Momente im Leben eines Menschen, Geschehnisse, die einen dazu bringen zu weinen. Der Verlust einer geliebten Person, der Schmerz bei einer Verletzung oder tragische Ereignisse, die einen heimsuchen. Das Traurige daran ist, dass das Weinen in unserer Zeit meistens mit Schwäche verbunden wird. Deswegen versucht man, seine Tränen zu unterdrücken und zu verstecken, um nach außen Stärke auszustrahlen. Man möchte nicht als Weichei, Schwächling oder Heulsuse abgestempelt werden. Vor allem Männer trifft diese Realität häufig. Ein wahrer Mann weint nicht, heißt es so oft. Und damit den Männern ihre Männlichkeit nicht aberkannt wird, weinen sie nicht. Doch der Islam hat eine erhabenere Sicht auf diese Thematik. Das Weinen aus einem richtigen Grund ist eine wünschenswerte und zu empfehlende Eigenschaft. Keine Schwäche, sondern ein Zeichen wahrhaftiger Stärke einer islamischen Persönlichkeit. Der Mensch, der eine innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat und dessen Herz ständig mit dem Gedenken seiner beschäftigt ist, hat es nicht schwer, Tränen für den Allmächtigen über seine Wangen fließen zu lassen. Vielmehr ist es so, dass solch eine Person ihre Tränen gar nicht zurückhalten kann, denn sie sind das natürliche Resultat dieser Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Von Ibn Mas'ud radiallahu an wird berichtet, der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach zu mir, lies mir den Koran vor. Ich fragte ihn, ich soll ihn dir vorlesen, wo er doch auf dich herabgesandt wurde. Er antwortete, ich möchte ihn von jemand anderem hören. So las ich ihm die Sura An-Nisa vor, bis ich den Vers erreichte, aber wie, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich über diese da als Zeugen bringen? Da sagte der Prophet, es reicht. Ich drehte mich zu ihm um und sah, wie Tränen aus seinen Augen flossen. So waren der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba gewesen. Wenn sie über Allah und das Jenseits nachdachten, die Verse des Korans trafen ihre Herzen und erschütterten sie. Der Gedanke des Höllenfeuers brachte in ihnen Ehrfurcht hervor und ließ Tränen in ihren Augen hervorkommen. Die Verse des Korans trafen ihre Herzen. Genau darüber müssen wir uns Gedanken machen. Warum rührt sich in unserer Brust nichts, wenn wir über die Strafen der Hölle lesen? Warum lässt es uns kalt, wenn wir ermahnt werden und merken, dass auch uns die Strafe des Höllenfeuers treffen könnte? Es liegt daran, dass unsere Herzen voller schwarzer Flecken sind. Jedes Mal, wenn wir unsere Blicke nicht senken, unsere Zunge mit Lästereien und vulgärer Sprache benetzen oder in einem respektlosen Ton mit unseren Eltern sprechen, hinterlassen diese Sünden ihre Spuren in unseren Herzen. Unsere Herzen haben sich an die Sünde gewöhnt und sich verdunkelt. Die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala schwindet allmählich. Durch die Sünden, die wir begehen, verhärtet sich das Herz. Die Ermahnung weckt keine Emotion mehr in uns. Der Koran bewegt nichts in unserem Inneren, wenn wir seine Rezitation hören. Und das Gebet ist nur noch eine Abfolge von Bewegungen ohne Effekt auf uns. Es ist so, als würde man versuchen, auf unfruchtbarem Boden einen Garten anzulegen. Doch die Ergebnisse und der Erfolg bleiben aus. Wenn das Herz von Sünden bedeckt ist und keinen Platz mehr für die Beschäftigung mit Allah subhanahu wa ta'ala hat, so wird sich das Herz unweigerlich mit Nutzlosen beschäftigen. Doch es gibt Hoffnung. Es gibt diese eine Träne, die nur für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Diese eine goldene Träne, die dazu führt, dass Allah subhanahu wa ta'ala deinen Zustand ändert, der deine Sünden vergibt, dein Herz reinigt, es wieder weich für seine Ermahnung macht und vom Rost der Sünden befreit. Es ist Zeit, mein geehrter Bruder, meine geehrte Schwester, dass unsere Herzen weich und demütig vor der Ermahnung Allahs werden und wir Tränen aus Ehrfurcht vor ihm vergießen, denn sie könnten unsere Rettung sein. Anas radiallahu an berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, wer Allahs gedenkt und seine Augen sich in Ehrfurcht vor Allah mit Tränen füllen, bis seine Tränen zu Boden fallen, der wird am Tage der Auferstehung nicht bestraft. Es ist von besonderer Wichtigkeit, unsere Herzen stets lebendig zu halten, uns mit dem Koran und dem Leben des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu befassen, von aufrichtigen Muslimen umgeben zu sein, die uns ermahnen und dabei helfen, uns von Sünden fernzuhalten. Und wenn wir sie dennoch begehen, müssen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala Reue zeigen und darüber weinen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, am Tage,
an dem weder Vermögen noch Söhne helfen, sondern nur, wer zu Allah mit reinem Herzen kommt.